Die kunstwissenschaftliche Analyse. Heute das Werk vom Künstlerkollektiv ohne Direktion. Diese Fotografie zeigt, wie zwei junge Menschen von drei anderen Menschen brutal von hinten gepackt werden. Eine bedrohliche Aura geht von den Tätern aus, die teuflisch lachen oder sich lüstern die Lippen lecken. Die Gesichter der Opfer verzerrt, mit fast unmenschlichen Gesichtszügen und mit zum stummen Schrei aufgerissenem Mund. Die noch freie Hand zeigt mit letzter Kraft auf mysteriöse Flecken, die im Schrittbereich der Hose verteilt sind. Diese schlecht gefotoshoppte Hand, die farblich und von der Schattierung her überhaupt nicht in das gesamte Bild passt, wirkt zuerst wie ein Fehler, doch nur für Laien. Hier verbirgt sich eine Anspielung auf die blutleere Hautfarbe einer Leichenhand. Und den unvermeidbaren Tod, der die Opfer ereilen wird. Mit diesem Werk wollten die Künstler ohne Zweifel Folgendes darstellen: Entführung, Vergewaltigung, Mord. Ein grausames, verstörendes Werk von ohne Direktion, das zum Nachdenken anregt.